Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir den letzten Boss erledigt, Anthem. Ja. Und jetzt machen wir uns auf zu den ganzen anderen optionalen Bossen. 5 Stück, um genau zu sein. Der erste wartet hier im Nimmerland. Und kleine Änderung: Donald hat den Großmagierstab, den er von den Schwarzmagiern bekommen hat. Ich habe sogar 2 bekommen. Voll nutzlos, vor allem den zweiten habe ich bekommen, nachdem ich den ersten bekommen habe. Das ist voll, ja. Ich habe hier viel an MP-Sachen ausgerüstet, das habe ich hergestellt. Ich habe fast alles im Mokeshop hergestellt. Und ja, bis auf Ultima und die ultimativen Waffen für Donald und Goofy. Und ich habe keinen Bock, die herzustellen, weil da musste so ein beschissenen... Will ich gar nicht erklären. Man muss dem Dschungel hier 40 Treffer bei so einem Pilzviech machen und das ist so was von nervtötend. Dann ist auch noch so eine geringe Wahrscheinlichkeit da passiert und ich muss jetzt noch mal 3 von denen holen, wo ich schon mal 3 für irgendeine andere Sache gebraucht habe, die ich ja auch herstellen musste und das gebe ich mir nicht hin. Aber ich habe mir dafür was einfallen lassen, so hat man immer noch Ultima sehen kann. Aber dazu im nächsten Part was. Ich habe das Centifol und alles, wie gesagt, hier auf MP ausgerüstet, weil ich werde MP brauchen. Außerdem habe ich ganz viele Elixiere dabei. Und ja. Sagen wir gehen dann in den optionalen Kampf rein. Peter Pan muss ich dabei haben. Weil sonst kann ich mit Naseweiß nicht reden. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Ah, schön. Arabische Welt. Hi. Einfach so vorbeigeflogen. Optionaler Boss Nummer 1, das Phantom. Okay. Ich hab Aero. So, Gimmick Nummer 1. Der belegt einer unserer Begleiter mit einem Fluch. Und wenn er das macht, sollte ich so schnell wie möglich die Uhr anhalten. Weil Peter Pan hat jetzt eine 12 über dem Kopf und die geht immer weiter runter. Bis sie 0 erreicht. Und wenn sie 0 erreicht, boah, dann ist er weg vom Kampf. Zwar nicht K.O., sondern wirklich weg vom Kampf. Den kann ich dann nicht mehr sehen. Wiederherstellen, wiederbeleben, was weiß ich. Also ja. Also man kann man es noch werfen. So, und ich habe jetzt Aero rein, meinen Schnellleiste drin, was ein bisschen doof ist. Der trifft mich die ganze Zeit. Ich treffe ihn nicht. So, Gimmick Nummer 2. In sein Herz ändert immer die Farbe. Je nachdem. Oh, ich glaube, ja, das bedeutet, das hier muss wieder eingesetzt werden. Weil so ein komisches Raum hört. Je nachdem, welche Farbe es hat, desto anders ist der Zauber, den ich einsetzen muss. Bei Blau ist es zum Beispiel Eis. Bei Rot ist es Feuer, bei Gelb ist es Blitz. Wenn ich mal getroffen kriege. Zum Glück habe ich ganz viele Elixiere ausgerüstet. Nein, nein. Uff. Wow, Blitz. Zum Glück habe ich so ein MP ausgelegt, Ding ausgerüstet. Okay. Schau mal ab. Lass mich immer noch mal treffen. Ne. Die Wand hat mich beschützt. So. Wenn ich weiß, das kann ich nochmal angreifen, was sehr schön ist. Aber ich treffe nicht die ganze Zeit mit denen angriff, weil der ist ganz schön nervig. Oh. Na gut. Und ich bleib wieder hier. Auch schon die Uhr ja anvisieren. Ich glaube, einer wird mindestens hier verrecken. Wer hat der, glaube ich, nicht drauf, wenn ich mich irre. Aber sehr gut, Donald. Also nur die Angriff hat er drauf, wenn ich mich nicht irre. Jetzt nur auf die Uhr achten, weil wenn meine Gefährten weg sind, dann geht das auch schön auf mich über. Aber wenn
der Counter 0 erreicht, während der über mir ist, dann ja, sind aus. Ja. Ich gut, dass mich das nicht trifft, wenn ich so hoch komme. Gott weiß. Mehr. Sehr gut. Immer auf die Uhr rüber schielen, falls sie weiterläuft. Packen wir mal ein Elixier rein. So. Nur ich hatte hier eine Schnellleiste ab. Ich hätte auch gern einen anderen Zauber gehabt, wenn es geht. So. Das ist eigentlich der ganze Kampf. Kann nur ein bisschen nervig sein, sonst nichts. Wer weiß, wie der Kampf geht, kein Problem. Wie gesagt, ist nur sehr langatmig. Ja, manchmal macht er dreimal hintereinander, glaube ich, ne? Seit ich schöne Combo reinhauen kann. Anders kann man den leider nicht treffen. Na. Dieser Einhang ist halt zu nervig hier. Verfolgt einen so komisch. So. Ha. Und dann läuft weiter. Oh, Peter Pan ist gleich weg. Aber der ist auch schon zur Hälfte weg. Jetzt wieder links ein, ja. Und ich glaube, komisch geflogen. Oh, ich weiß, das ist mein Lieblingsding. Oh. Ding weiter? Nee. Ich dachte, Peter Pan hat gerade noch, aua, mit 4 gehabt. Ja, ja, ich habe ihn noch getroffen, ihr habt's gesehen. So. Schon. Ich weiß nicht, ob wenn man, wenn dann angehalten ist, man dann nochmal Stopp einsetzt, ob das dann, ouch, dass ich dann stapel. Weiß. Feuer. Und nächstes Elixier. Zwei Elixiere. Drei, glaube ich. Ah, ist halt blöd, dass der immer diesen Angriff macht. Der ist halt so nervig. Ich wollte sowieso erstmal den hier machen, weil der ist der nervigste von allen Bossen. Und so richtig Spaß macht mir der Kampf auch nicht, ehrlich gesagt. Es war nett, aber auch sehr nervig. Ich bin froh, wenn der Kampf vorbei ist. Oh, gut, Donald. Und da geht der Counter weiter. Herr Peter Pan verlieren wir auf jeden Fall noch. Da kann man ja mal sehen, was passiert, wenn das abläuft. Oh Gott, der hat nur einen. Uff. Vielleicht Donuts Klamotten ausrüsten sollen. Der hat, glaube ich, so ganze Sachen wie Magie zieht mehr ab und so. Feuer. Ach komm. Sehr lange, wenn ich gegen den Klappviehstopp einsetze. Gar nichts. Das habe ich auch anders erwartet. Stopp ging ein Boss. Hast du eine alle? Wupp. Daneben. Ab den nächsten Boss kann ich auch noch dranhängen. Und da ist Peter Pan weg. Ich
glaube ich erstmal warten, bis das Ding hier einmal durchläuft, ne? Weil der hat noch nicht Donald. Ah, Donald macht den platt. Das ist voll gruselig, da Peter Pan hier voll seelenlos uns rumfliegt. So, jetzt muss ich die anhalten. So. Einen Charakter haben wir verloren. Für immer. Weiß noch Peter Pan. Und der hat noch zwei Balken. Zwei Balken, ein Balken. Ich da. Au. Oh, ma. Ist jetzt so früh, Donald. Einen zweiten kann ich auch noch reinpacken. Hey, weiß, das mag ich. Und noch mal weiß. Sehr wohl. Einmal, glaube ich. Komm schon. Weiß, weiß, ja, weiß. Und. Nein, das gibt's doch nicht. Stopp, Hammer Time. Bei ein, zwei Angriffen und du bist weg. Macht des Feuers. Weg bist du. Zeit halten. Stopprad sich zu Stopka weiterentwickelt. Und ja, das war's. Raus hier. Direkt zum nächsten Boss. Oder? Agrabah. Ich kann noch schaffen. Ich glaube, bei dem wird nicht so lange dauern. Aladins Haus. So, mein Elixier behalte ich mal ganz schön. Oder wisst ihr was? Ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir... Ich mache jetzt hier jeden Boss ein Part. Gute Idee, ne? Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.